Ja, für dich ist er doch nur noch einer, der dir an die Wäsche will. Aber für mich ist er zu peinlich, um weiterzuleben. Also deine Mom ist diejenige, die peinlich ist. Was für eine Heuchlerin. Aber dein Dad ist eigentlich ganz süß. Halt die Klappe. Doch, ist er. Wenn er ein bisschen trainieren würde, fände ich ihn echt scharf. Halt die Klappe! Ach komm, hast du ihn noch nie verstohlen angeguckt, wenn er in der Unterhose da stand? Ich wette, er hat einen Wahnsinnsschwanz. Oh, du wieder! Mich jetzt dermaßen an! Wenn er was für seinen Brustkorb und seine Arme tun würde, würde ich glatt mit ihm vögeln. Ja, wirklich! Ich würde einen großen, fetten Schwanz von deinem Dad lutschen und dann würde ich mit ihm ficken, bis er seine Augen verdreht. James! Ich schwöre, ich habe was gehört. Ja? Das Geräusch kam von dir, du ekelhaftes Riesenschwein. Nein, im Ernst. Siehst du? Oh mein Gott, Jane. Was ist denn? Der Psychopath von nebenan. Jane, was ist, wenn er dich anbetet? Was ist, wenn er so eine Art Schrein hat mit Fotos von dir, umgeben von Totenköpfen und sowas? Scheiße. Ich wette, er filmt uns jetzt gerade. Wirklich?